Congratulations, first place in the antique category. Karl Mayer, it's your applause. Congratulations. And this bike is built from TGS and Hotstyle from Austria. Hot stuff. Okay, that's right. Congratulations, first place in the antique category. Erster Platz in der Kategorie Sportster aus Italien, die Nummer 83. Please come on stage. An Evolution Sportster in a very old style from Italy. An Evo Sportster in super alten Stil. So, congratulations, and please tell me your name. My name is Eugenio Porquier. Okay, thank you. First place in the sponsor category, congratulations. So victory in his frame and engine has to be from Harley Davidson, and on the first place from Germany, number 82, Bernd Göbel. Congratulations, a really beautiful bike, original frame, original engine from Harley Davidson with a lot of fine stuff. Your applause, congratulations again. So on the first place in the V-Rod category, auf dem ersten Platz in der V-Rod Kategorie, Velvet Customs from Monaco. A real radical V-Rod, also wirklich eine absolut radikale V-Rod, bringt der junge Mann uns hier auf die Bühne. Das ist dein Applaus. Herzlichen Glückwunsch für den ersten Platz in der V-Rod Kategorie. In der Ladies of Harley Kategorie, so ein ähnliches Bike habe ich eben schon mal gesehen, scheint so eine Jack Lomax V-Rod zu sein, ist die Yvonne Bratmann. Herzlichen Glückwunsch, first place in the Ladies of Harley Kategorie. Und auf dem ersten Platz in der Kategorie Buell, on the first place in the Buell Kategorie, also from Germany, Peter Storz. Congratulations, your applause, dein Applaus, erster Platz in der Kategorie Buell. First place in the three-wheeler category, Fritz Dietl from Germany. Congratulations, it's your applause.
Armes Choppers, erster Platz in der Touring-Kategorie. Dein Applaus! And on the first place in the Radical category, a real beautiful old style bike from the Bike Farm Melle, aus von der Bike Farm Melle in der Radical Klasse. Ein schönes old style bike. Erster Platz für die Bike Farm. Oh ja, mit dem Burnout hier auf die Bühne. Gerd Remme von der Bike Farm aus Melle, erster Platz in der Radical Custom Bike Category. Herzlichen Glückwunsch! It's a real beautiful old style bike to die for. The winner of the next category will get a ticket to the AMD World Championship in Sturgis, and the winner from Germany is Thunderbike. Thunderbike with a brand new bike will go to Sturgis to AMD World Championship 2011. 2011 wird Thunderbike mal wieder nach Sturgis gehen, muss man schon sagen. Mit diesem neuen spektakulären Bike. Herzlichen Glückwunsch, Andreas Berger-Forst von Thunderbike. So, auf jeden Fall mal heftig beleuchtet. First place in People's Choice from Italy, Giorgio Bondi. Congratulations, your applause. Thank you for being here at the Harley-Davidson Ride-In Bike Show. Dankeschön und bye bye.